Von meinem 450er Heli habe ich hier eine digitale Pitch-Lehre und die verwende ich jetzt, um ein EWD-Messgerät zu bauen. Die kann man hier wunderbar abnehmen, das kann ich jetzt hier nicht brauchen. Und jetzt habe ich hier eine Aluminiumleiste, 9 mm Multiplex, ja, und jede Menge Schrauben. Mal gucken, was ich davon verwende, das ist so meine Kramkiste. Wie ich diesen super nützlichen Helfer gebaut habe, zeige ich euch in einem anderen Video in meinem Kanal. Schaut es euch an. So langsam ahnt man dann auch, wie es werden soll. Das wird verschraubt, das wird das flexible Teil, das kommt hier drauf, der Griff zum Fixieren und das hier eine Grundplatte für das Gerät. Das ist hier ein M6 Gewinde und deswegen habe ich hier einen 5er Bohrer eingespannt und damit bohre ich jetzt. Und schneide hiermit schon mal ein Gewinde vor. In dem Gerät sind zwei Löcher und die sind genau 5,2 mm auseinander. Und ich habe hier durch Zufall hier so eine Kunststoffseele gefunden, die hier genau reinpasst. So. Ich hoffe, ich krieg's gleich wieder runter. Jetzt wollen wir mal ein bisschen schleifen hier. Bei der Oberfläche ist es wichtig, dass man da auch wirklich gerade arbeitet. Ja, das passt. Das ist okay. So, das habe ich jetzt mit der Dreiecksfeile so eine Spitze reingefeilt. Das Dreieck für die Nasenleiste habe ich einfach nur ein bisschen größer gemacht, weil eine Rundung ja dann entsprechend auch hier vorne reingeht und zentriert wird. Ich habe mir jetzt hier meinen Abrundfräser eingespannt und werde mir schön die Kanten jetzt hier noch abrunden. Das mit dem Einkleben von den weißen Dingern hier hat wunderbar funktioniert. Das ja, hält perfekt. Fällt nicht runter und mehr muss es auch nicht. Es steht im 90-Grad-Winkel zum Holzklötzchen. Perfekt. Jetzt leime ich das hier noch drauf. Dann schraube ich mal die Leiste hier dran. So, wunderbar, alles tutti. So, das Teil ist fertig und zwar wird das jetzt hier einfach reingeschoben und dann kann das mit dem Griff hier fixiert werden und ist fest. So, jetzt kommt das Messgerät oben drauf. Ja. So, sehr schön. So, wie funktioniert das Ganze jetzt? Man nimmt dieses Gerät, setzt es hier drauf und spannt es ein. So, jetzt schaltet man das Gerät ein und nullt das. Es ist völlig egal, wie der Flieger auf dem Tisch liegt. Das spielt gar keine Rolle, weil man den Winkel des Flügels abnimmt. So, jetzt gehen wir zum Höhenleitwerk.
Am Höhenleitwerk wird das hier ebenfalls eingespannt. Und jetzt kann man die Anlenkung mechanisch so einstellen, dass der perfekte Einstellwinkel erreicht wird. Und man hat die Gewähr, da das Flugzeug ja immer noch auf dem gleichen Bautisch liegt und nicht verändert worden ist, dass man also wirklich den richtigen Winkel auch hier erreicht.